Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Ghostmasters. Wir sind immer noch dabei, die Menschen hier aus ihrem Häuschen zu jagen. Und das werden wir jetzt auch direkt weiter fortfahren. Wow, also. Die Typen sind gerade ziemlich gut drauf. Denke ich mal. Nein, aber. Wo läuft denn hier das scheiß Radio? Kann ich es ausmachen? Wo kommt die Musik? Von dem Ding hier, oder? Ja. Bitte. Ja, gut. Oh, geh mir die Musik auf die Nerven. Jetzt, dass das hier nicht mehr durch die ummusiziert, wollte ich aber nicht. Alter, perfekt. Hast du das dämliche Gesicht von dem Schnarchsack gesehen? Den dritten hier befreit. Dafür könnte man auf der Stelle sterben, Mann. Und damit haben wir einen dritten Geist, der in ihm spukt, und damit macht es das Level hier eigentlich noch sehr leicht. Also wie cool sind die Typen denn, dass sie doch immer wieder ihre Jungs abhalten wollen? Okay, hier sind noch ein paar Leute, das wird ein bisschen dauern, die sind noch nicht alle. Aber den haben wir jetzt wohl wahrscheinlich gleich verjagt. Den sind wir los. Du hast gerade keinen. Achso, du hast gerade. Der hat gar keine Fähigkeiten reingelegt. Achso, deswegen. Bleibst du hier so. So, damit sind wir die hier los. Das heißt, wir können den Wendel nach oben ziehen. Und den Wendel hier. Wo ist er denn? Wendel. Ich bin nach oben hin. Genau, und unseren, langsam mal sicher fliegen. Fliehen sie hier alle. Und wir farmen Punkte. Wir können natürlich noch unseren Stonewall benutzen. Na komm. Um sicher zu gehen, dass sie sich nicht probieren, draußen zu verstecken. Macht denn das gerade überhaupt jemand? Ja, hier sind sogar ein paar Leute draußen. Na dann verderben wir ihnen doch mal hier ihre Sicherheit. Wie ihr seht, die Sex und Hop, das nimmt ganz schön ein. Oh, sehr schön. Es sind jetzt nur die Typen da. Okay. Die sollten ja auch alle noch verjagt haben, aber es geht gerade. Also gerade ist das so langsam. So, wie ist halt das hier oben, dass du das hier so schlecht einsehen kannst. Ich, ja doch, ich nehme ihn mal woanders hin. Ich nehme ihn mal hier hin. Also die müssen ja, wenn sie weiterräumen wollen, entweder da lang oder da lang. Oh, ist da wieder gemacht worden? Ja, den da. Hallo Musik. Die hat's dann auch fast frei. Na, jetzt komm. Okay, momentan. Also die nähern sich wieder alle ihrem Portal an. Der ist noch ziemlich cool, das finde ich weniger gut. So, dass ich drauf ist. Kann ich auch nicht, funktioniert ja auch keine einzige gute Fähigkeit. Erschütterndes Lied irgendwas bei denen bringt hier bei den Leuten? Hat der keinen Plan. Bringt das was? Ah, auf jeden Fall hat's hier ein Problem. Ah ja, wir hören die Siegesmusik. Ist ja auch kein Wunder, die nähern sich alle. Nur der hier nicht. Der scheint noch ziemlich gut drauf zu sein. Das finde ich ja weniger gut. Ah, der und. Also die letzten drei haben noch ganz schön an Ausdauer über. Was ich jetzt nämlich ein bisschen nervig finde. Bei mir wäre es schon lieber, wenn die sich bereits in die Hose machen würden. Dann wäre das Ganze nämlich um einiges einfacher. Das heißt, wir ziehen schon näher. Und ja, das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, was wir die anderen drei hier verjagt haben. Diese Leckfähigkeit, ich glaube, die fragt nur blau. Was natürlich gut ist, dann vielleicht da müssen sie sich dann verjagen. Sind alle drei hier unten, waren wir dann. Wir müssen jetzt auf die unteren Räume.
einen Befehl geben, nur verwenden wir Sterbliche. Genau. Das hat einfach den Vorteil, dass sie auch dann nur die Fähigkeit nehmen, wenn Sterbliche da sind. Und das bringt halt den Effekt, dass sie ihre Fähigkeiten verschwinden. Den bitte auch noch. Danke. Und jetzt. Oh, Ex und Hopper gehen dann. Das hat jetzt irgendwie nicht so wirklich geklappt. Oder? So. Ich glaube, die hier brauchen wir nicht. Na, das sind immer die drei. Ah, nein, nein, da weniger. Sehr schön. Das sind noch die beiden und die scheinen sich auch ihrem Muselpunkt zu nähern, indem sie nicht mehr können. Eigentlich finde ich hier, da wir jetzt hier beide hier unten zu sein scheinen. Deshalb halt mal ganz nett, ne? Wenn die sich irgendwie einen Punkt bewegen, wo ich was machen könnte. Ich weiß ja nicht, ob dieses erschütternde Lied irgendwas nutzt. Ich blick mit dem mal hier direkt vor die Tür. So. Das scheint ihm jetzt doch ganz schön Angst gemacht zu haben. Ich bin gerade aufgefallen, dass ich das machen kann, deshalb tauschen wir uns aus. Der Kollege, okay, die sind alle nahe ihrem. Ah, der Flucht! Und das passiert natürlich auch relativ bald. Und dann geht halt hier noch rein, das geht auch. Dass jetzt wieder zurückkommen muss, das verstehe ich nicht. Mensch, lauf doch da lang, wo soll ich sehen? Ich will die Gäste auch erwischen. Ja, zum Beispiel, ist hier, der macht's richtig. Hier noch eine kurze Pause. Nur damit er von einem Geist erwischt werden kann. Das ist doch mal höflich. Das ist doch mal richtige Zusammenarbeit hier. Ich werde jetzt bald noch also ich denke mal, egal bei wem er Ex und Hopper einsetzt, derjenige flieht. Und ich denke auch, wenn jetzt hier einer reingeht, dass er flieht. Okay, bei dem reicht das dann das Lied. Ah, das reicht sogar für beide. Gut, sehr schön. Dann. Erste, letzte, Lied. Na, da war ich zu langsam. Okay, wir haben das erste Level auch geschafft. Das zweite Level, Entschuldigung. Das war noch nicht das zweite Level. Das ist der zweite Part. Das ist das zweite Level. So rum. Genau. Und die machen jetzt auf zum dritten paar Level. Von dem ist gut möglich, dass ich es zweimal spielen muss. Weil es ist ziemlich aufwendig. Also was heißt aufwendig, ist ein bisschen also mit Glückssache zu tun, das werde ich euch auch gleich zeigen, was ich meine. Ja, warum das mir hier jetzt angezeigt wird, in diesen Mauern lebte eine reizende alte Dame. Doch mit der Zeit umwölkte sich ihr Geist. Sie wurde immer wirrer. Besuch war ihre größte Freude. Sie konnte sich von ihren Gästen gar nicht trennen. So mischte sie Arsen in ihren Tee und alle blieben bei ihr. Für immer. Die Gräuel, die in diesem Haus geschahen, haben das Gemäuer bis in seine Grundfesten erschüttert. Auch wenn ein Haus nicht unbedingt ein fühlendes Wesen ist, haben wir die Pflicht, die unsichtbare Welt zu schützen. Bring ans Licht, was niemand ahnt. Enthülle den Sterblichen die Leichen. Eine einzige wird jedoch nicht genügen, um der skeptischen Polizei klarzumachen, dass hier unheimliche Dinge vor sich gehen. Im Ernst, was ist das für eine Polizei? Ich meine, wenn man da eine Leiche findet, dann das sollte reichen, um da genaue Untersuchungen anzustellen. So, ich nehme den hier nicht mit. Die eigentlich auch nicht. Ich nehme einmal ihn mit, falls ich nochmal mir ein bisschen was an Spuk anfangen muss. Und ihn. Enthülle den Sterblichen die verborgenen Leichen. Wie immer zeige ich erstmal alle Geister. Also ich stehe auf dem Dach und mache diese blöde Antenne heil. Gerade denke ich, jeder Drahtbügel wäre besser als das Ding. Und da wird mir so komisch. Ich denke noch, vielleicht hat die alte saure Milch in den Tee getan. Da explodieren mir auch schon die Eingeweide. Ich greife nach dem Kamin. Bin wohl reingefallen. Jetzt sitze ich fest. Kannst du mir mal helfen? Wenn ich aus dem Kamin rauskäme, könnte ich dir helfen. Genau, gut. Und beide Geschichten von ihm anhören können immer. Also sagen ja immer zwei Sätze.
So, die zweite Dame, oder der zweite Geist ist die Maxine Factor. Hallo, mein Herr, oder meine Dame, oder was immer Sie sind. Ja. Könnte ich Sie für unsere Gesichtspflege interessieren? Passend zur seidigen Feuchtigkeitscreme für die Nacht haben wir hier das nicht schäumende, revitalisierende Waschsyndet und ein rein pflanzliches Erfrischungstonic. Darf ich Ihnen etwas Duft aufsprühen? Ich würde Ihnen unsere Linie gerne an einer der Damen des Hauses vorführen. Sicher findet sich in unserer exklusiven Auswahl an Düften und Kosmetikartikeln das eine oder andere für Sie. So, und der Frau werden wir gleich schon ein bisschen ansetzen. Weil das ist die, bei der es ums reine Glück geht, ob man jeden Geist frei bekommt. Die Dämons. Ja. Und klar, vielleicht den Befehl, nur Kräfte der gegenwärtigen. Jetzt hoffe ich mal, dass sie gleich einen Mann ranziehen, weil man könnte zwar mit der hier eine Frau hochholen, also mit ein bisschen Glück, aber wenn man das machen will, muss vorher irgendwie das Ding aufgemacht haben. Und bis das passiert, haben wir uns von den Sie war doch so nett zu mir, hat mir sogar Tee gekocht, als ich ihr den Boiler reparieren kam. Und schwupps bin ich mausetot und sie mauert mich ein. Wenn doch nur ein Sterblicher vorbeikäme, dann könnte ich in seinen Körper schlüpfen. Darum kümmern wir uns danach. Man muss sich jetzt noch so ein bisschen auf die konzentrieren. Weil die Dame hier ist echt rein die Glückssache. Also, ob man die frei bekommt, ist echt ein bisschen Glückssache, denn muss man Glück haben, dass eine Dame in der Nähe ist. Und wenn eine Dame in der Nähe ist und man gerade Verlockung frei hat, dass dann auch halt der Geist sozusagen, genau, denn nur wenn eine Dame in der Nähe ist, die Tür bereits offen ist und die Verlockung gerade eingesetzt wird, wird das Make-up benutzt und dann erst kommt sie auch frei. Und das passiert hier nicht. Jetzt geht das Kind hoch. So, dann können wir eigentlich nur warten. Und hier machen wir mal einen kleinen Cut. Ja, aber wir sind gleich wieder da unten, machen weiter mit dem Versuch, die Leute dort, die Geister zu zeigen. Und dann geht es auch schon weiter. So, wieso ist die Tür zu? Achso, weil die Dame dort. Weil die Oma auf Toilette ist. Okay, das ist cool, dass das so vernünftig gemacht ist. Ja, geh hoch. War nicht schlecht. Natürlich ist jetzt gerade keiner der beiden seine Fähigkeit. Ja. Okay, ich hätte zwar noch dauern und bei ihm. Vermutlich auch. Das ist jetzt natürlich arg nervig, denn es ist schon mal eine Dame hier. Daher, wie gesagt, kann es sein, weil selbst wenn man das einmal offen hat, heißt es nicht, dass eine Dame da rangeht. Bei dem muss man auch ein bisschen warten, aber das passiert dann relativ schnell und der ist sehr, sehr leicht zu befreien. Wir müssen jetzt halt zwischendrin doch mal ein bisschen Schrecken verbreiten. Einfach damit, dass sich das Plasma für die Fähigkeiten ausgeht. Und wieder stationieren. Oh, perfekt. Das haben wir gesichert. Es läuft gleich ganz hoch und nicht dann ein Schrank ist ein bisschen. Oh. Sehe ich einer von den beiden. Doch, der da. Aber scheinbar wirkt die Fähigkeit Faszination hier gerade nicht so richtig. Ich muss erstmal einen Mann hinstellen. Am besten wäre es, wenn ein Mann das aufweist und dann Frau um noch dabei ist. Wird der Geist nicht freigesetzt? Ich merke gerade, den hätte ich nicht mitnehmen brauchen. Ja, das aber es muss ja langsam mal jemand hochgehen, jemand, bei dem sich auch lohnt. Leute, nicht quatschen. Da hoch. Gut, da los, Steve-Foot. Jetzt hier links abbiegen. Sehr gut.
stehen halt erst seit sehr, sehr spät auf Blocken. Ja, wir haben immer das Glück, dass jetzt hier schon mal jemand das Ding aufbricht. Und damit wäre die Leiche auch schon befreit. Darf natürlich nur Typen hoch. Wir können hier noch warten, bis wir den Geist zeigen. Es reicht mir, wenn hier jemand von den Frauen das Make-up benutzt. Dass wir als nächstes hier unten den guten Arclight befreien können. Weil wenn der Arclight erledigt ist, dann ist der da oben in die in wenigen Sekunden erledigt. Aber im Moment haben wir halt noch immer das Problem, dass niemand hier ran will. Und deswegen ist das Level ziemlich zeitaufwendig. Das ist zeitaufwendig. Das ist halt so ein bisschen das Level, wo du eine Menge Glück brauchst, damit du schnell erledigst. Pass auf, das Kind geht so hoch, aber die hat gerade keine Verlockung frei. Oder hat sie erst von die Demonstration eingesetzt? Naja. Ich gebe sie ja trotzdem und dann ich kann ja trotzdem mal Make-up benutzen, weil ich bin ja so Kinder. Ist das nicht so, dass Kinder gerne das Make-up benutzen, um Prinzessinnen zu spielen? Kommt ja auch die Omi hoch, na super. Aber dass die beiden allein nutzen uns ja nicht, solange die nicht verlangen. Aber vielleicht sind die beiden ja lang genug oben. Wow, 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 wow. Ja, mach mal Glück. Die ist zu weit weg und Omi ist nicht mehr am oben. Und Omi scheint es nicht mehr zu betreffen. Ah, das ist natürlich ein Pech gehabt. Ne? Komm, Omi. Und du? Ist auf dich? Na komm. Jetzt komm bloß. Geht sie nicht mehr. Aber wieso auch immer das nicht auf sie gewirkt hat. Ja. Omi, du gehst aber auf die Toilette. Hast du ein Problem? Hat sie nochmal ein Darmproblem? Ich meine, das scheint so, oder? Also, sie geht doch etwas häufiger auf Toilette. Wo sind die Ladies alle hier unten? Was machst du denn da? Rumsitzen? Alleine? Wow. Du bist gespiegelt als die Geister. Na los, komm, du hast schon mal die erste Hürde zu nehmen. Lustig ist bis jetzt auch scheinbar niemand die Leiche entdeckt hat, ne? Was sich aber dann ziemlich leicht erledigen lässt, also. Dafür ist halt der sehr gut mit seiner Faszination, der kann halt an jede Leiche ranlocken. Kann man einfach hoffen, dass irgendwann mal die Omi hier. Ja, komm, Omi. Na, komm, falsch Richtung, Omi. Na, wo gehst du denn jetzt schon wieder hin? Mensch, Omilein. Du musst doch hochgehen. Du musst Make-up benutzen. Die Demonstration. Ja. Wieso gehen hier echt nur die Typen hoch? Das nützt mir doch überhaupt nichts. Ich brauch eine Dame hier oben und dann die Verlockung an. Dass das blöde Make-up benutzt wird. Die Demonstration. Was macht der jetzt? Macht der jetzt sportliche Betätigung? Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das Kindchen, ja, aber das, ich hatte ja vorhin schon das Gefühl, dass es beim Kind irgendwie wirkt das nicht oder was auch immer, auf jeden Fall scheint es beim Kind nicht so recht zu wirken. Na? Das Kind hat viel Angst oder keine Ahnung. Bist du, ja. Na, haben wir Glück? Du bist doch eigentlich die Dame des Hauses, oder? Wenn natürlich so angsterfüllt läuft, dann
Wird sie das Ding gerade erreichen, wenn die Verlockung vorbei ist, bei meinem Glück? Da haben wir Glück, dass das Kind das Make-up benutzt. Ich weiß gar nicht, ist das Kind als Dame des Hauses? Guck mal, da rechts, rechts. Ja, komm mal, nimmst du das Make-up? Ja, zählt das, ist jetzt die Frage? Weil wenn das nämlich zählt, dann haben wir das Level schon so gut wie geschafft. Und da bin ich auch ziemlich froh drüber. Weil das Level kann, wie gesagt, sich arg ziehen. Vielleicht würde das Rouge Gnellfrau besser stehen, wenn ihre Gesichtsfarbe etwas blasser. Gut, nachdem die befreit ist, setzen wir zur Befreiung des dritten Geistes, des zweiten Geistes an. Dafür brauchen wir unseren guten Erdbebenfreund hier. Oh, scheinbar hat das Kind jetzt, wow, okay, fuck, das Kind hat die Leiche gefunden. Alter. Die Sterblichen haben ein Skelett entdeckt. Es muss der Polizei gezeigt werden. Das kann nicht gut sein für ein Kind, wenn es die Leiche entdeckt. Noch ganz okay, das ist sehr schön. Das spart noch Energie, das Kind. Das ist aber sehr verrückt. Jetzt kommst du hoch, Omi, na schön. Wenn du jetzt hochkommst, nutzt mir das ja nichts mehr. Also, gut, das ist erledigt. Ist ihn noch Kräfte sparen. Ja, aber nutzt bitte nur die Fähigkeit. Na komm. Rein mit, damit er sich hier angelockt fühlt. Und es muss jemand hier mit hin. Das, was das, was zählt, ist eigentlich nur jetzt drin. Oh, hoffentlich zählt nicht das kleine Kind dazu. Ich glaube, das ist zu klein, um das zu sehen, oder? Naja. Naja, der Junge zählt nicht. Oder? Nein, okay. Ich dachte schon. Würdest du was? Müsste hier noch ein Erwachsener die Leiche entdecken? Was, wenn das jetzt natürlich noch nicht passiert hat, ist das wohl keine Heide, das ist kein Problem. Und da geht auch schon ein Sterblicher hin. Los, geh gucken. Da mal rein. Was könnte das denn sein? Genau. Was? Ach, die ruft jetzt den Klempner an. Na gut, dann ruft die halt den Klempner an. Das hat den gleichen Effekt. Weil wenn der Klempner nämlich hier die Leichnam entdeckt hat, haben wir die zweite Leiche offenbart. Das ist jetzt noch nicht überspitze vom Tempo her. Erst wenn die beiden, wenn der zweite Geist befreit ist, machen wir den dritten Geist frei und dann erübrigt sich der Rest eigentlich von ganz alleine. Dann ist es also nicht so schwer. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich überziehe ein paar Sitzchen schon ganz schön. Aber wir machen jetzt noch hier das Level zu Ende. Das heißt, ihr habt jetzt also gleich mal eine etwas längere Folge. Weiß ich nicht, ob die jetzt schon länger ist. Aber es ist gut möglich, dass sie jetzt schon ein bisschen länger geht, als die eigentlich 20 Minuten. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, gefällt es, weil ich will das Level hier gerne jetzt noch mit abschließen. Und ich habe mir auch keinen Wecker gestellt, daher muss ich das Level jetzt einfach zu Ende machen. Ich habe gar keinen Timer, das heißt, ich habe keinen Plan gerade, wie lange die Folge schon geht. Und daher werden wir jetzt auch. Wieso zeigt die mir den? Geht der Opi jetzt runter gucken? Das finde ich gut. Das ist ein guter Opi. Das ist Steve. Steve, du bist mein Mann, Steve. Der Handwerker ist angekommen. Er könnte beim Enthüllen der Leichen dienlich sein. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Steve hier trotzdem gucken. Ja, komm Steve. Und jetzt nach rechts, Steve. Und jetzt hier reingeguckt. Was ist da denn los? Ja, oder? So, Steve hat es alleine aufbekommen. Da guckt er rein und wird sich... Und Arclight packt ihn sich. Er greift Besitz von ihm. Der Jammerlappen hier ist... Und damit wäre auch der zweite Geist befreit. Und zum Schluss holen wir uns noch den dritten Geist. Der auch wieder ganz einfach zu befreien. Der ist jetzt wirklich einfach zu befreien. Das waren die anderen beiden auch, aber... Muss man auf nichts warten. Und das alles alleine schaffen. Denn mit Zittern werden die Knochen runtergeschossen. Da ist das auch schon. Und, na, wo landen sie? Die landen hier im Wohnzimmer. Oh, halt, ist das Wohnzimmer? Hier. Sie haben eine zweite Leiche gefunden.
Zeige genau. sie der Polizei und der Sieg ist dein. Und auf Nummer sicher zu gehen, ja, jetzt wird die Frau sich gleich erschrecken, aber wir sehen hier die tote Leiche. Ab und Static ist auch frei, damit haben wir Maxi-Infektor, Arcade und Static befreit. Und das alles in einem Ach, tut in einem gut, Anlauf. Das da alte froh. Ektoklasma zu strecken. Und jetzt setze ich diese Witzfiguren mal ein bisschen unter Strom. Ja, Mann, bin ich aber auch. So, und damit wieder raus. Liegt denn jetzt echt die Leiche hier, ne? Wir werden mal der Sicherheit aber. Alter, das ist das Kind jetzt schon die zweite Leiche. Oh, 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 oh. Na? Die Polizei ist angekommen. Lass sie ihre Untersuchung Gut, durchführen. Mal sehen, wie viele Leichen die Polizisten jetzt finden. Sie haben ja alle drei zur Auswahl. Ja, genau, die haben jetzt gleich drei Leichen zur Auswahl. Das heißt, rein technisch gesehen. Sollten sie doch. Wo sind die Polizisten hier? Ihr habt drei Leichen zur Auswahl. Nur zwei müssen sie finden, damit wir das Level abschließen können. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das auch schaffen werden. Jetzt haben wir sie, wo sie hingehen. Okay, dann geht das erstmal runter, finde ich gut. Indessen, wenn die hier oben bleibt, könnte man ja mal mit Faszination. Na komm. Wie die zu weit abhaut. Ob das noch reicht, ob ich sie noch anlocken kann. Ja, sehr schön. Das müsste die Polizistin, das müsste doch reichen, oder? Ignoriert die das jetzt gekonnt? Sie ignoriert das gekonnt. Sie hat ja gerade eine Leiche gesehen. Die da unten haben sie jetzt auch ignoriert, oder was? Und ihr habt drei Leichen. So schwer können die doch nicht zu finden sein. Vielleicht entdeckt der jetzt eine hier, die hier oben. Und jetzt rechts? Ja, genau. Was machst du denn? Da ist eine Leiche, genau. Das war die erste Leiche. Hallo? Die sterblichen Gesetzeshüter haben eine Leiche entdeckt. Die Polizei wird den Fund dieses Körpers melden. Doch erst die Entdeckung einer zweiten Leiche wird zu einer ausführlichen Untersuchung führen. Ich hoffe, die holen sich ja Farbe. Ich meine, die haben ja sich beide schon mal eine zweite Leiche gesehen gehabt, ne? Wo ist denn der Polizist? Oh, der geht auch mal drin. Der geht auch nur mal unten gucken, der will. Biegst du hier rechts ab und entdeckst die zweite Leiche. Damit sollte das Spukziel erreicht sein. Und Leiche. Polizist. Die Polizistin. Gratuliere. Deine Spukziele sind erreicht. Damit haben wir das dritte Level noch abgeschlossen. Es hat zwar eine Weile gedauert. Ah, 19 Minuten insgesamt. Na, sieht man einander ein bisschen. Also geht die Folge doch ein bisschen länger. Aber ich denke mal, das ist okay. Nach dieser etwas längeren Folge machen wir jetzt aber Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Beschwörer verzweifelt gesucht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr das Video gerade schaut. Euch noch einen schönen Morgen, hängt ja schon ab, wann ihr schaut. Und wir hören uns morgen wieder. Euer Professor Creep.